Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute zu Ihnen sprechen zu können. Ich stelle Ihnen mein Habilitationsthema vor und möchte Ihnen meinen Zugang zur Frage Menschenrechte für wen jetzt hier darbieten. Die Debatte um Menschenrechte spiegelt den Gedanken wider, dass alle Menschen aufgrund gleicher Rechte Anspruch auf rechtlichen Schutz haben. Zwei Stränge aus dieser Debatte sind dabei für mich besonders deutlich. Zum einen der Gedanke der Humanität, der hier durchscheint und mit dem Konzept von Zivilisation verbunden ist. Zum anderen die Frage, wann und auf wen Humanität angewendet werden soll. Doch woher kam überhaupt diese Idee, Humanität zu kodifizieren und welche Akteure waren an der Debatte beteiligt? Das möchte ich Ihnen heute darlegen. Es geht um eine moralisch-historische Debatte und es ist mir nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich dies nicht als Juristin tue, sondern als Historikerin, um Enttäuschungen schon mal vorzubeugen. Dreh- und Angelpunkt meines heutigen Vortrags ist das Konzept von Crimes Against Humanity, das erstmals vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg 1945 angewandt wurde. Meist relativ unbekannt ist, dass dieses Konzept natürlich nicht neu war, sondern der Kulminationspunkt von ungefähr 100 Jahren Debatte darstellt. Der moralische Rahmen der Zeit spiegelt sich in einem Zitat, das ich Ihnen mitgebracht habe hier, und zwar von René Cassin, dem französischen Juristen, der sagte: Hitlers Hauptziel war die Auslöschung der Juden, aber ihre Vernichtung war auch Teil einer Attacke auf alles, wofür die französische Revolution stand: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschenrechte. Hitlers Rassismus war im Kern ein Versuch, die Prinzipien der französischen Revolution auszulöschen. Die Menschenrechtsdebatte und der Begriff Humanity ist also eng verwoben, zum einen mit den Idealen der französischen Revolution, zum anderen mit der Ahndung von Kriegsgewalt gegen Zivilisten. Die historische Vorgeschichte zu dieser juristischen, sagen wir, Erfolgsstory, insbesondere aber die Protagonisten und Vordenker, möchte ich in meinem Vortrag heute analysieren. Zudem stellt die Wahl des Begriffs Crimes Against Humanity eine Verbindung zum universalistischen Anspruch her, den die Präambel der Haager Landkriegsordnung 1907 aufgestellt hatte und der besagt, dass die Regeln auch für alle Verbrechenstypen Geltung finden sollten, die man noch nicht kannte, also die noch nicht definiert waren. Allein schon die Überzeugung, das Recht der Gewalt unter dem Banner von Humanität Regeln setzen könnte oder Grenzen, hatte Konsequenzen für die Art und Weise, in welchem Rahmen Kriege später geführt wurden. Zu Beginn erstmal der völkerrechtliche Rahmen zur Regulierung von Kriegsgewalt. Dieser war zunächst eng gesteckt. Einerseits durch Einschränkung der Möglichkeit, überhaupt Kriege zu führen, und andererseits durch Regeln, wie diese Kriege möglichst zivilisiert später geführt werden sollten. Es geht, lateinisch gesprochen, um das Jus ad bello, also das Recht zum Krieg, und das Jus in bello. Dieses Jus in bello wird zumeist als Kriegsvölkerrecht oder humanitäres Völkerrecht bezeichnet und legt verkürzt gesprochen Regeln für den Krieg fest. Es unterteilt sich dabei in das Genfer Recht und das Recht aus Den Haag. Man kann drei Phasen der Verrechtlichung unterscheiden, die jeweils nach 1863, 1990 und 1939 bis 1945 begannen. Alles beginnt aus meiner Sicht mit der Gründung des Roten Kreuzes. Mitte des 19. Jahrhunderts begann ein zivilgesellschaftliches Engagement in Fragen von überstaatlichem Interesse, das die diplomatischen Kontakte als einziges Mittel internationaler Politik zunehmend ergänzte. Daraus entspann sich auch eine Debatte um die Rolle von Kriegen. Den ersten Impuls zu einer Kodifizierung des Kriegsrechts gaben nicht die Juristen, sondern eine damalige Mediendebatte. Nach der Schlacht von Solferino, also 1859 in der Nähe von Mailand, in der tausende verletzte Soldaten unversorgt auf dem Schlachtfeld liegen geblieben waren, hatte der Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant die katastrophalen Zustände beschrieben. Sein Buch »Eine Erinnerung an Solferino« fand weite Verbreitung und eine der Folgen war, dass der Genfer Jurist
Gustave Monnier die Idee aufgriff und ein einheitliches Vorgehen der Kriegsparteien zum Schutz von Verwundeten forderte. Zusammen mit Henri Dunant rief er dann später einen privaten Hilfsverein ins Leben, der ab 1863 als Internationales Rotes Kreuz firmierte, das Sie heute noch kennen. Gustave Monnier wiederum gehörte zu einer Gruppe von Juristen, die sich selbst in Abgrenzung an das Zeitalter der Nationalstaaten als internationale Juristen bezeichnete und die 1873 das Institut du droit international im belgischen Gent gegründet hatten. Der Völkerrechtler Martti Koskenniemi hat in seinen Forschungen zur Entstehung des Völkerrechts daher den Begriff der Männer von 1873 geprägt. Gemeint sind damit die Völkerrechtler Johann Caspar Bluntschli aus Heidelberg, Sie kennen vielleicht die Bluntschli-Straße, Tobias Asser aus Amsterdam, Gustave Roland Jacquemin aus Genf, John Westlake aus London, Pasquale Mancini aus Rom und Gustave Monnier aus Genf, die eben gemeinsam 1873 dieses Institut du droit international gegründet hatten. Die Männer verband das Bewusstsein, dass angesichts der Umwälzungen nach dem Wiener Kongress im 19. Jahrhundert das neue Europa auch eine neue Rechtsordnung finden müsste, in der sozialen und politischen Transformation des Kontinents irgendwie Rechnung getragen werden würde. Allerdings vertraten die Herren auch das viktorianische Weltbild ihrer Zeit, das die Welt gemäß einem imaginierten Zivilisationsstandard unterteilte. Es geht dabei von einer zivilisatorischen Mission und einem eurozentrischen Weltbild aus, in der die außereuropäischen Völker zwar als unzivilisiert, jedoch als potenziell zivilisierbar galten. Das Zivilisationsprinzip ist sehr eng mit dem Zeitalter des Imperialismus verknüpft. In diesem Verständnis zeichnet sich Zivilisation dadurch aus, als Idee von Humanität, die nicht nur der Entfaltung aller Fähigkeiten des Menschen, sondern auch die Verbreitung des Rechts fördern sollte. Demgegenüber stand die unzivilisierte Welt, meist ein Sammelbegriff für alle nichtchristlichen Völker außerhalb Europas, deren rechtlicher Status schwach blieb. Es ging also in diesem Weltbild um ein System aus Inklusion und Exklusion, das außereuropäischer Völker aufgrund des kulturellen Arguments aus einer Rechtsgemeinschaft ausschloss, sie aber gleichzeitig der Fürsorge europäischer Völker anheimbefahl, indem sie sie zu Untertanen machte. In diesem Weltbild bezogen sich auch Versuche zur Humanisierung der Kriegsführung nur auf die sogenannten zivilisierten Staaten, meist also die europäischen Mächte, und dies galt nicht für die Kolonialkriege. Die Kriegführung war eben auch schon im 19. Jahrhundert sehr stark asymmetrisch. International kam es jetzt zu parallelen Entwicklungen. Die Kriege der 1860er Jahre in Europa wie auch der amerikanische Bürgerkrieg machten deutlich, dass diese Mechanisierung der Kriegführung sowie die allgemeine Wehrpflicht, das sind ja zwei Neuerungen, zu einer Demokratisierung des Tötens geführt hatte, in der zum einen eine größere Zahl von Bürgern mit dem Soldatentod konfrontiert waren, zum anderen aber auch durch die Medien eine Berichterstattung, auch eine Teilhabe der Öffentlichkeit ermöglichte und dadurch zu einem moralischen Faktor in der Beurteilung der Kriegsparteien wurde. Im sogenannten Lieber Code, einem für den amerikanischen Bürgerkrieg von Francis Lieber kodifizierten Kriegshandbuch, wurden 1863 grundlegende Regeln der Kriegsführung in 157 Absätzen niedergelegt. Francis Lieber stammte übrigens aus Berlin und war in die USA emigriert, wurde dort Professor. Sein bekanntester Beitrag zum modernen Völkerrecht war das Konzept der militärischen Notwendigkeit oder der Military Necessity. Ich habe Ihnen den Artikel hier abgedruckt. Allerdings führte dieses Prinzip der Military Necessity in der Folge zu schweren Konflikten, da Lieber überhaupt keine Hinweise gab, ob im Ernstfall die Priorität bei humanitären Grundsätzen oder bei militärischer Notwendigkeit zu setzen sei. Zumindest Mitte des 19. Jahrhunderts war die Beantwortung dieser Frage bei den Eliten klar gegen die neuen Standards gerichtet. Feldmarschall von Moltke, den Sie hier auf dem Slide auch sehen, hatte sogar explizit davor gewarnt, den Krieg durch Regeln einzugrenzen.
Er sagte, der Krieg sei ein Element der göttlichen Weltordnung und im Krieg könnten sich die besten Tugenden des Mannes entfalten. Mut, Selbstlosigkeit, Treue, Opferbereitschaft. Und ohne den Krieg werde die Welt stagnieren und sich in Materialismus verlieren, so Moltke. Der Lieber-Code galt in den USA bis 1914. Er wurde zum Anknüpfungspunkt späterer Kodifikationen und findet sich paraphrasiert in der Deklaration von Brüssel 1874, in den Haager Friedenskonferenzen 1899 und 1907, in den drei Genfer Konventionen von 1929, 1949 und 1977, sowie dann in der Charta für Nürnberg auf der Londoner Konferenz, auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Aus Liebers Konzept von der Military Necessity entwickelte sich sozusagen als Abwandlung oder als Perversion das Konzept der Kriegsraison, das es beispielsweise in Preußen gestattete, mit Hinweis auf die militärische Notwendigkeit, Kriegsregeln zu verletzen. Also mit Verweis auf die Effizienz, die man dadurch hatte. Im Ersten wie Zweiten Weltkrieg steigerte sich diese Entwicklung bis zum Exzess und es war eine der Grundanliegen der Gerichtshöfe nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg und in Tokio, diese extreme Auslegung des Konzepts der militärischen Notwendigkeit juristisch und für alle Zeiten eindeutig zurückzudrängen. Begonnen hatten die Versuche zur Kodifizierung des Kriegsrechts nicht im Zuge von Konflikten, sondern, das ist sehr interessant, auf zwei sogenannten Friedenskonferenzen. 1899 und 1907 in Den Haag. Auf Einladung des russischen Zaren wurden hier versucht, Regeln für einen zivilisierten Krieg zu entwickeln und für den nächsten Konflikt dann bereitzuhalten. Der deutsch-baltische Völkerrechtler Friedrich Martens umreißt in seiner Präambel die Ideenwelt der damals beteiligten Juristen, indem er sagte: Die Bevölkerung und die Kriegführenden stehen unter dem Schutz und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts, wie sie sich ergeben aus den unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens. Hier haben Sie also auf Englisch wieder diesen Begriff, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirements of the public conscience. So dieses Humanity ist da eigentlich das Zentrum, um das die ganze Haager Landkriegsordnung dann sich aufbaut. Es geht also um dieses Gesetz der Menschlichkeit, das zuerst in der Französischen Revolution gefordert worden war und nun endlich kodifiziert werden sollte. Vielleicht noch ein Wort zu Friedrich Martens, dem Chefunterhändler der russischen Delegation. Er war einer der bekanntesten Völkerrechtler seiner Zeit und an der Vorbereitung eben der Friedenskonferenzen beteiligt. Martens war aber bereits im Zarenreich als Modernisierer in Erscheinung getreten, hatte wichtige völkerrechtliche Standardwerke verfasst und war von diesen Ideen zur Zivilisierung von Kriegsgewalt wirklich überzeugt. Man sollte also die völkerrechtlichen Impulse aus dem Zarenreich nicht vernachlässigen. Gerade um die Jahrhundertwende ist das sehr stark. Russland war hier in Den Haag der Initiator der Friedenskonferenz und einer der Staaten, die sich von der diplomatischen und juristischen Initiative auf der offenen Weltbühne politische Vorteile erhofften. Denn eine Konferenz ist immer auch eine Plattform des Austausches. Deswegen sind diese Haager Konferenzen so wichtig. Allerdings hagelte es sofort Kritik gegen Martens Idee, insbesondere von militärischer Seite. Gern zitiert wird in diesem Zusammenhang der Kommentar des britischen Delegationsführers, den ich Ihnen hier nicht vorenthalten möchte. Sir John Fisher of Kilmer, der Oberkommandierende der britischen Seestreitkräfte im Ersten Weltkrieg in der Schlacht von Gallipoli, bemerkte Folgendes. The humanizing of war. You might as well talk of humanizing hell. When a silly ass at The Hague got up and talked about the amenities of civilized warfare and putting your prisoners' feet in hot water and giving them gruel, my reply, I regret to say, was totally considered unfit for publication. As if war could be civilized. If I'm in command when war breaks out,
I shall issue my orders. The essence of war is violence. Moderation in war is imbecility. And hit first, hit hard and hit anywhere. Sie merken, die neuen Ideen kommen nicht so gut an. Unter den Haager Konventionen werden heute eigentlich drei große Konventionen verstanden, die 1907 verabschiedet wurden. Das ist die Haager Landkriegsordnung, die Sie wahrscheinlich kennen. Dann gibt es eine Pazifikkonvention und dann die Adaption der Haager Landkriegsordnung für die Seekriegsführung, die meist kurz Marinekonvention genannt wurde. Es ist auffällig, dass es in Den Haag zwar um Regeln ging, die Ahndung von den Verstößen aber nicht mitgedacht wurde. Es ging also nicht, wie der Name suggeriert, um eine Friedenskonferenz, denn die Bilanz friedenssichernder Maßnahmen muss als negativ gewertet werden. Es ging vor allem um Mitwirkung auf dem internationalen Parkett und das Bemühen, globale Probleme gemeinsam zu diskutieren und wenn möglich zu lösen. Artikel 22 der Fassung von 1899 bildet mit seiner Formulierung, die Kriegsführenden haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl ihrer Mittel zur Schädigung des Feindes, bis heute das Kernstück des Kriegsvölkerrechts. Im Ergebnis konnten sich in Den Haag die Delegierten der dort versammelten Nationen nicht einigen, den Gebrauch auch nur einer einzigen Waffe oder einer Taktik von militärischem Wert zu verbieten. Die einzig strafrechtlich bindende Vereinbarung, die dort getroffen wurde, besagte, dass im Fall von Verstößen später, also nach dem Konflikt, Kompensationen gezahlt werden müssten. Aus diesem Grund entwickelten sich Reparationen nach dem Krieg zu einer symptomatischen Folge. Heute fast vergessen ist, dass sich zumindest die Völkerrechtler, also nicht die Diplomaten und die Militärs, der Versäumnisse, insbesondere der fehlenden strafrechtlichen Ahndung, durchaus bewusst waren. In diesem Sinne war nämlich noch eine dritte Konferenz geplant. Sie hätte 1915 stattfinden sollen. Wie Sie alle wissen, war damals der Erste Weltkrieg schon ausgebrochen und die Konferenz wurde abgesagt. Ein erster Testfall für Humanity bedeuteten die Balkankriege von 1912 und 13, also noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit verübte das Osmanische Reich sowie Bulgarien hier Verbrechen an Zivilisten. Vergeblich bemühte sich das Carnegie Endowment for Peace, die Weltöffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Und jetzt möchte ich Sie eben auf eine nicht juristische Organisation aufmerksam machen. Friedensorganisationen wie das Carnegie Endowment for International Peace, gegründet 1910, nahmen eine wichtige Brückenfunktion zur Politik ein. Insbesondere richteten sie den Blick auf die Zivilisten. Damit ist ihr Engagement mit einer der Voraussetzungen für die Herausbildung von humanitären Konzepten, wie wir sie heute kennen. Der Stifter des Carnegie Endowments, Sie sehen ihn hier, der einflussreiche US-Industrielle und Stahlmagnat Andrew Carnegie, wünschte mit der Organisation, sein Credo zu unterstreichen, der Krieg sei unter zivilisierten Staaten eigentlich überflüssig. Mit seiner Stiftung, aber auch durch Schaffung von Orten des Austausches, so ließ er zum Beispiel in Den Haag den Friedenspalast bauen, beförderte er seine Kampagne weiter. Durch den Aufstieg von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem Carnegie Endowment wurde der Aufbau einer kritischen Öffentlichkeit zu einem Faktor in der Debatte, der in Zukunft politische Entscheidungen beeinflussen könnte. Die Organisation wirkte damit nicht nur als Transmitter von Ideen, sondern vor allem als Verstärker von Debatten um die Zivilgesellschaft. Ein zentrales Anliegen des Carnegie Endowment waren diese Kriegsverbrechen auf dem Balkan und es gab einen Bericht über diese Kriegsverbrechen während der Balkankriege von Oktober 1912 bis August 1913. Genau genommen sind es auch zwei Balkankriege. Das Carnegie Endowment hatte eine Untersuchungskommission eingesetzt, die vom Franzosen Baron des Tournelles de Constant geleitet wurde und aus bekannten Völkerrechtlern und Journalisten bestand. Erstmals trat hier eine Nichtregierungsorganisation auf den Plan und positionierte sich durch Entsendung einer Delegation ins Krisengebiet in der Arena internationaler Politik. Neu war eben die Intervention einer Organisation, die von keiner der Großmächte ein Mandat hatte, sondern als eigenständiger Akteur in das Geschehen eingriff.
Hierin kündigt sich schon mal ein politisches Muster an, was wir später in der Völkerbundzeit auch wiederfinden. Ebenfalls neu war, dass der Generalsekretär des Carnegie Endowment quasi von New York aus ständig die Presse mit Informationen fütterte und dadurch das Interesse auf einem konstant hohen Niveau halten konnte. Im Kommissionsbericht von Mai 1914, der in 7 Kapiteln Kriegsgewalt gegenüber Zivilisten beschrieb, wurde ein Vokabular zur Beschreibung von Kriegsgewalt bereits vorweggenommen, was wir heute noch nutzen. Es ging um einen War of Extermination, es ging um Deportation, Campaign of Murders, Torture, Violence against Women und Refugee Camps. Also diese ganze Begrifflichkeit ist da schon da. Baron de Tournelle hat in seiner 25-seitigen Einleitung klargemacht, dass das Leid der Zivilisten vermeidbar gewesen wäre. Er sagt jetzt, the real culprits are those who, by interest or by inclination, declare that war is inevitable and by making so assert that they are powerless to prevent it. Hierin bündelt sich das gesamte Credo des Carnegie Endowments. Es war eine Kriegserklärung an das Establishment aus Diplomaten und Militärs und es wandte sich gegen Lieber und Moltke. Mit dem Kommissionsbericht ergab sich nun für Carnegie Endowment die Chance, zwar nicht das Völkerrecht voranzutreiben, aber die Weltöffentlichkeit doch zu sensibilisieren. Ein erster Schritt in Richtung humanitäre Intervention als Mittel politischer Einflussnahme. Noch deutlicher wurde das Scheitern der Haager Regelwelt mit dem Völkermord an den Armeniern im Frühjahr 1915. Den eine diplomatische Note Frankreichs, Englands und Russlands vom 28. Mai 1915 zunächst als Crime Against Christianity bezeichnet hatte. Der Begriff wurde auf Wunsch Russlands mit Rücksicht auf das multiethnische und multireligiöse Zarenreich später in die Formulierung Crimes Against Humanity abgewandelt, um eben auch die Verbindung zur Französischen Revolution herzustellen. In diesem Telegramm drohten die Führer der Entente dem Osmanischen Reich mit strafrechtlicher Ahndung. Das Armenier-Telegramm gilt wegen dieses Begriffes unter Völkerrechtlern heute gemeinhin als Geburtsstunde des Begriffs von Crimes Against Humanity. Im Begriff steht deutlich die Verbindung zum Begriff der Humanität im Vordergrund, also eine Interpretation im Geist der Martens-Klausel, die ich Ihnen vorgestellt habe, diese Präambel der Haager Landkriegsordnung. In dieser Sichtweise ist mit Crimes Against Humanity gemeint, dass sich das Osmanische Reich außerhalb der zivilisierten Rechtsordnung gestellt habe, indem es gegen dieses ungeschriebene Gesetz verstoßen hatte. Der Erste Weltkrieg machte schnell deutlich, dass weitere Verstöße zu befürchten waren und die Haager Landkriegsordnung zwar Regeln aufgestellt hatte, diese nun aber nicht eingehalten wurden. Obwohl die meisten europäischen Staaten und die USA die Haager Landkriegsordnung bis 1911 bereits in nationales Recht überführt hatten, leisteten die alten Eliten weiter Widerstand, die neuen Regeln auch im Militärrecht zu verankern. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 war daher die Ratifizierung in vielen Staaten noch gar nicht abgeschlossen. Die Doktrin von der Kriegsraison war zwar mit den Haager Friedenskonferenzen zurückgewiesen worden, setzte sich aber paradoxerweise im Ersten Weltkrieg trotzdem noch einmal durch. Sie alle kennen den Gaskrieg als Beispiel dafür. Die deutsche Verletzung der Neutralität Belgiens und Berichte über deutsche Übergriffe auf Zivilisten bewirkten einen Aufschrei in der alliierten Presse, der den Handlungsdruck für Politiker beträchtlich erhöhte, sich endlich mit der Frage der Strafverfolgung für Kriegsverbrechen auseinanderzusetzen. Damit beginnt jetzt die zweite Phase in Versailles. Im Januar 1919 wurde die Pariser Friedenskonferenz eröffnet. In der alliierten Arbeitsgruppe der Kommission zur Verantwortlichkeit der Urheber des Krieges und zur Durchsetzung der Strafen, das ist die Bezeichnung der Kommission, in der Diplomaten und Juristen zusammensaßen, kam es zu Auseinandersetzungen um einen möglichen Prozess. Es ging darum, wer sollte vor Gericht, was sollte angeklagt werden und wo sollte der Prozess stattfinden. Die Kommission wollte keine strafrechtliche Verfolgung der Urheber des Krieges, wohl aber eine Stigmatisierung,
des in ihren Augen Hauptverantwortlichen, nämlich des deutschen Kaisers. So kam es 1919 zur Kompromissformel in diesem Versailler Friedensvertrag, niedergelegt in Artikel 227. Dass ein besonderes Verfahren gegen den deutschen Kaiser eingeleitet werden sollte, und ich zitiere jetzt, wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge. Das juristische Argument wurde hier umgangen, indem ein Vertragsbruch des Völkerrechts konstatiert wurde, das jedoch wiederum noch gar keine Sanktionen für einen solchen Bruch vorsah. Dennoch war der amerikanische Verhandlungsführer Robert Lansing strikt gegen einen solchen Gerichtshof für den Kaiser. Das Primat der nationalen Souveränität ließ noch keinen Raum für eine internationale Institution, die zentrale Elemente der Staatlichkeit, nämlich das Strafrecht, an sich ziehen würde. Der Begriff Crimes Against Humanity, der im Entwurf zum Friedensvertrag noch drin gestanden hatte, verschwand so wieder aus den Entwürfen. Die Pariser Verhandlungen markieren jedoch auch einen Wendepunkt internationaler Beziehungen, denn erstmals meldeten sich auch kleinere Staaten zu Wort, um eine Modernisierung zu fordern und Mechanismen zu schaffen, die den schwachen Nationen im nächsten Konflikt tatsächlich Schutz bieten würden. Aus Lateinamerika kam die Forderung, ein modernes Völkerrecht müsse universalistisch sein und nicht nur für die Besiegten gelten. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht vom Vertreter aus Honduras, das ist Policarpo Bonilla, der forderte, auch die Alliierten müssten sich dann einem solchen Urteil stellen. Teil seines Zitats ist, if it were sought to establish a precedent with a view to protecting the rights of humanity and render tribute to absolute justice, reciprocity clause should have been inserted. Etwa zeitgleich begannen Jurastudenten der Universität Lemberg, heute Lviv, Gedanken zum Minderheitenschutz zu veröffentlichen. Raphael Lemkin, der Schöpfer der späteren Genozidkonvention, schrieb rückblickend, das Scheitern der Armenienstrafverfolgung nach 1919 habe in ihm eine Initialzündung ausgelöst, ein rechtliches Prinzip zu finden, mit dem man derartige Crimes Against Humanity wirklich ahnden könne. Zudem machte er, wie auch sein polnisch-jüdischer Landsmann Herr Schlauterbach, selbst leidvolle Erfahrung mit antisemitischen Ausschreitungen an der Uni, die sie schließlich in die Emigration zwangen. Auch der spätere tschechische Delegierte Bohuslav Ečer studierte zu dieser Zeit in Lemberg. Sie werden allen drei Herren nochmal begegnen im Verlauf meines Vortrags. Die Amerikaner auf der einen Seite, Franzosen und Briten auf der anderen, einigten sich schließlich in Versailles auf den im Friedensvertrag verankerten Kompromiss, Deutschland sollte die militärischen Angeklagten ausliefern, damit sie vor alliierte Militärgerichte gestellt werden könnten. Dieses Verfahren sollte einen internationalen Gerichtshof überflüssig machen, denn dieser war ja noch nicht etabliert. Doch die Auslieferung erwies sich jetzt als Casus Knactus, es war nicht durchführbar. Daher entschieden die Alliierten im Februar 1920, die Prozesse an das Leipziger Reichsgericht zu übertragen. Obwohl sich die Reichsregierung formal gewillt zeigte, diesen Prozess zu führen, entwickelte sich die Verfahren in Leipzig zu einer Farce. Die meisten Richter und Ankläger zeigten unmissverständlich, dass sie die Vorstellung nicht teilten. Kriegshandlung unterlegen völkerrechtlichen Grenzen und seien nach dem Konflikt strafrechtlich zu ahnden. Stattdessen folgten die deutschen Juristen nationalem Kriegsrecht, wonach ein Handeln auf Befehl Untergebene vor Strafen schützt. Doch immerhin gab es erste Indizien, dass sich die Gültigkeit solcher Rechtsgrundsätze langsam auflöste. So kam das Leipziger Gericht in einigen Verfahren zu dem Schluss, Kriegshandlungen könnten in manchen Fällen auch Verbrechen darstellen. Und zwar dann, wenn sie deutlich gegen jede Humanity zuwiderliefen. Beispiele hierfür sind das sogenannte Landovery Castle Urteil, da geht es um Beschießung von Schiffbrüchigen im Rettungsboot. Der andere Fall ist die Tötung französischer Kriegsgefangener auf Befehl des deutschen Kommandeurs, der dann vor Gericht argumentiert hatte, dass man die Gefangenen während des Gefechts sonst leider nicht habe bewachen können.
Also hier urteilt das Gericht in beiden Fällen, dass selbst ein Gefreiter hätte erkennen können, dass diese Befehle verbrecherisch waren. Und es kommt zur Verurteilung. Insgesamt blieb aber die Bilanz des Leipziger Gerichts hinter den Erwartungen zurück, die manche aufgrund der fortschreitenden politischen und juristischen Debatten der Zwischenkriegsjahre vielleicht gehegt hatten. Und in keinem einzigen Fall wurde in Leipzig die Strafe dann auch wirklich bis zum Ende verbüßt. Die Gründung des Völkerbunds 1920 war dann der sichtbarste Ausdruck dafür, dass neue Wege gesucht wurden, um den Frieden zu sichern. Und die Gründung des Ständigen Internationalen Gerichtshofs 1922 in Den Haag ein weiterer Schritt in diese Richtung, Humanity im Strafrecht zu verankern. Man kann daher zusammenfassend sagen, dass sich nach 1919 eine Hinwendung zu internationalen Organisationen zeigt, quasi als Heilsbringer einer neuen Ära. Jedoch verstrich nach dem Ersten Weltkrieg eine goldene Gelegenheit zur Kodifizierung ungenutzt. So scheiterte 1928 etwa die Initiative des Briand-Kellogg-Paktes, also des französischen und des amerikanischen Außenministers, den Angriffskrieg als Mittel der Politik zu ächten und die Frage nach einer gemeinsamen Ahndung von Kriegsverbrechen quasi elegant dadurch zu lösen, dass man den Krieg selbst abschaffte. Obwohl die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und Japan zu den Unterzeichnerstaaten gehörten, wurde der Vertrag im Anschluss nur schleppend ratifiziert und besaß offenbar nur wenig moralische Bindekraft. Das Hauptproblem war seine fehlende Durchsetzbarkeit international gesehen. Man kann daher zusammenfassend formulieren, dass die Völkerrechtsverletzungen der Mandschurei 1931, als Japan eben die Mandschurei überfiel, und der italienische Überfall auf Abessinien 1936 zu Wegmarken wurden, die die Bedeutung der Stärkung des Völkerrechts und eben die Schaffung von Sanktionsmöglichkeiten umso dringlicher machten. Sie sehen das hier in der Karikatur, das ist die Zivilisation oder die Göttin der Zivilisation, die Mussolini in der Hand hält und ihm sagt, dass er nicht in ihrem Namen diese ganzen Kriegsverbrechen begehen soll. Nun beginnt mit dem Zweiten Weltkrieg die vielleicht entscheidende Phase der Normierungsbestrebungen. Bis zum Zweiten Weltkrieg in Europa waren daher noch keine verbindlichen Regeln zum Umgang mit Kriegsgewalt gefunden worden und insbesondere die Frage der Gewalt gegenüber Zivilisten blieb völlig undefiniert. Die Erfahrung aber mit dem nationalsozialistischen Krieg in Europa machte deutlich, dass neue Regeln gefunden werden mussten. Schwere Verstöße gegen die Haager Landkriegsordnung ereigneten sich zum einen durch Kriege ohne Kriegserklärung, nennen wir es mal so, also etwa in diesen dem Deutschen Reich annektierten Gebieten, die Annexion des Sudetenlands hier zu nennen, aber auch der Überfall auf die Tschechoslowakei, sowie auch die Verbrechen an Zivilisten innerhalb des deutschen Staatsgebiets, die kurzerhand zu rechtlosen Subjekten erklärt worden waren. Hier sind auch politische Gegner gemeint, die Verbrechen in den Konzentrationslagern, aber vor allem eben auch die Entrechtung der deutschen Juden. Mit dem Zweiten Weltkrieg begann daher die dritte Phase der Normierungsbestrebungen. Die United Nations War Crimes Commission ist in dieser Hinsicht von großer Bedeutung. Stellte sie doch das erste internationale Gremium dar, das sich bereits während des Zweiten Weltkriegs mit der Frage beschäftigte, wie es nach dem Krieg weitergehen sollte. Die Beratungen zu einer international bindenden Rechtsgrundlage begannen natürlich schon vorher, nämlich in inoffiziellen Zirkeln. Heute würde man vielleicht sagen in Thinktanks. Es ist auffällig, wie viele Impulse zur Kodifizierung des Kriegsvölkerrechts von internationalen Akteuren aus Europa ausgingen und welche Rolle der Lehrstuhl von Herrn Schlauterbach in Cambridge dabei spielte. Debatten leiteten sich zwar von den NS-Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere eben diese Besetzung Mitteleuropas, ab, zielten aber auf eine globale Gültigkeit. Die Vertreter kleinerer Exilregierungen, besonders engagiert der tschechische Delegierte, er heißt Bohuslav Ečer, und der belgische Delegierte Maurice de Baer, waren eben besonders aktiv. Denn am Beispiel ihrer besetzten Länder zeigten sich eben die Schwierigkeiten mit den bisherigen Rechtsvorstellungen.
Cambridge war somit in den 40er Jahren eine der bedeutendsten Denkfabriken in Bezug auf die Kodifizierung des Kriegsvölkerrechts. Parallel zur Lobbyarbeit der Exilregierung, das sind 9 Exilregierungen, die in London zusammengekommen sind, begannen auch juristische Expertenzirkel sich zu formieren. 2 Organisationen sind hier zu nennen. Sie hatten das Ziel, neue völkerrechtliche Standards auszuarbeiten. Zum einen geht es hier um die International Commission for Penal Reconstruction and Development, die auf einer Konferenz an der Juristischen Fakultät der Universität Cambridge 1941 ins Leben gerufen worden war. Man nennt sie kurz die Cambridge Commission. Sowie zweitens eben die London International Assembly. Und beide diese Vorläuferorganisationen waren inhaltlich unabdingbar für die Arbeit der späteren United Nations War Crimes Commission, aber in politischer Hinsicht machtlos, ihr Anliegen durchzusetzen. Ihre Vorarbeiten führten jedoch dazu, dass wichtige völkerrechtliche Konzepte entwickelt werden konnten. Die Vorarbeiten beider Kommissionen schlugen sich in langen Denkschriften nieder. Und so gab es für die United Nations War Crimes Commission später bereits brauchbare Vorlagen, um die Arbeit aufzunehmen. Und zudem konnten die meisten Mitglieder auch übernommen werden aus den Vorgängergremien. Besonders bekannt geworden ist die London International Assembly. Sie ist kein akademischer Zusammenschluss wie die Cambridge Commission, sondern bereits ein semi-offizielles Gremium. Sie wurde unter der Schirmherrschaft der League of Nations Union gegründet. Muss man aufpassen, das ist nicht die League of Nations, sondern das ist eine britische Friedensorganisation unter Lord Robert Cecil of Chelwood. Es ist bemerkenswert, dass sich hier eine zivilgesellschaftliche Organisation der Zwischenkriegszeit direkt in die Debatten der völkerrechtlichen Thinktanks einschaltete. Es ist ein bisschen als Fortsetzung zu sehen zur Arbeit des Carnegie Endowment for Peace. Die League of Nations Union war in den Genfer Jahren zu einem transnational vernetzten Akteur aufgestiegen und mit der London Assembly setzte sich die LNU dieses Engagement zur Ächtung der Kriegsgewalt nun während des Krieges fort. Die London Assembly gehörte Vertreter der alliierten Exilregierungen an, die alle in London versammelt waren, aber eben auch Vertreter Großbritanniens, der USA, Indiens, Brasiliens, Ägyptens und Chinas, sowie ein Beobachter der Sowjetunion. Hierin zeigte sich aber auch erstmals globales Interesse, globaler Charakter. Es gibt zum einen die Debatte um die Einrichtung eines Strafgerichtshofs und zum anderen eben besonders Forderungen etwa von China, wegen der Besetzung der Mandschurei eine globale Herangehensweise zum Problem der Kriegsgewalt ohne Kriegserklärung zu finden. Denn das Problem daran ist, sie können sowas später nicht als Kriegsverbrechen verurteilen, wenn es vorher keine Kriegserklärung gegeben hat. Denn wenn kein Krieg ist, ist es auch kein Kriegsverbrechen. Das ist juristisch einfach sehr eng gefasst. Hier sehen Sie jetzt ein Organigramm von dieser United Nations War Crimes Commission. Die versteht sich als Dachorganisation, die mit den Richtlinien eben hilft, diese internationalen Gerichtshöfe in Nürnberg und in Tokio vorzubereiten, aber auch diese nationalen Gerichtshöfe vorzubereiten in Europa und in Asien und als dritten Punkt eben das Recht zu kodifizieren. Sie besteht aus 3 Unterkomitees in London und einer pazifischen Subcommission in der damaligen chinesischen Hauptstadt Chongqing. Sie sehen es schon auf dem Organigramm, da gibt es so ein blaues Feld links oben. Die Sowjetunion hat sich aus politischen Gründen damals entschieden, eine eigene Kommission ins Leben zu rufen. Es gab am Anfang noch Zusammenarbeit, das wurde aber im Zug des Kalten Krieges dann sehr schwierig nach 1945. Aber bis 1945 gibt es rudimentäre Zusammenarbeit. Was jetzt noch wichtig ist an dieser United Nations War Crimes Commission, ist ihr Name. Denn vor Gründung, wir sind immer noch 1943, also noch vor Gründung der United Nations 1945, findet sich hier ein Gremium zusammen, das quasi aus den alliierten Nationen besteht. Und die nennen sich die United Nations. Das ist quasi die Kriegsallianz. Und ihr erstes gemeinsames Thema, das finde ich sehr wichtig, ist die Kriegsverbrecherpolitik. Als nächstes möchte ich Ihnen Bohuslav Ecer vorstellen. Sie sehen ihn oben rechts. Der übernahm in der UNWCC den Vorsitz im Legal Committee, in welchem um eben diese juristisch tragfähige Definition und globale Standards gerungen wurde.
Eins der wesentlichen Verdienste dieser Debatte ist eben die Formulierung des Straftatbestands Crimes Against Humanity, der dann später in der Nürnberger Charta kodifiziert wurde. Und in den Tribunalen von Nürnberg und Tokio, wie Sie wahrscheinlich wissen, eine sehr prominente Rolle spielte. Es geht bei Crimes Against Humanity eben um das Prinzip, dass Übergriffe gegen Individuen dann zu Völkerrechtsverbrechen werden und von der internationalen Gemeinschaft geahndet werden können, wenn sie systematisch gegen eine bestimmte Gruppe der Zivilbevölkerung gerichtet werden, auch wenn es innerhalb eines Staates ist, auf den eigentlich das Völkerrecht ja keinen Zugang hat. Um diesen Begriff war lange gerungen worden. Bohuslav Ecer reagierte im April 1944 als erster auf Berichte der polnischen Exilregierung. Sie sehen hier diesen Bericht, The Mass Extermination of Jews in Occupied Poland. Und er schlug vor, mit diesem Konzept Crimes Against Humanity könnte man die Verbrechen der Nazis verfolgen, die erkennbar ja keiner militärischen Notwendigkeit folgten. Doch seine Idee wurde von älteren Kommissionsmitgliedern zurückgewiesen unter Verweis auf den Grundsatz Nulla pöna sine lege, also ohne gesetzliche Grundlage kann man das nicht verfolgen. Ecer erkannte aber den neuen Dualismus von einerseits herkömmlichen Kriegsverbrechen sowie andererseits Verbrechen, die sich eben vor dem offiziellen Kriegsbeginn oder innerhalb der Grenzen eines Aggressorstaats ereignet hatten, und betonte, es sei ja wohl Pflicht der Juristen, wenn es Lücken im Recht gäbe, diese Lücken zu füllen. Doch es gelang Ecer nicht, innerhalb der UNWCC eine Mehrheit herzustellen. Dies scheiterte insbesondere am Widerstand Großbritanniens, denn London fürchtete den Vorwurf retroaktiver Gerichtsbarkeit. In einer Debatte im britischen Unterhaus im Oktober 1944, in der es um die Tötung politischer Häftlinge im Konzentrationslager Buchenwald ging, antwortete Außenminister Anthony Eden noch sehr kühl, man könne leider nichts tun. Er sagte damals, crimes committed by Germans against Germans, however reprehensible, are in a different category from war crimes and cannot be dealt with under the same procedure. Er wiederholte das nochmal im Januar 1945. Also das Konzept war überhaupt nicht ausdiskutiert, aber seine Zeit kam. Wichtig in dieser Hinsicht war, glaube ich, der Umschwung der US-Politik, die sich ab Januar 1945 deutlich dafür einsetzte, juristisch tragfähige Konzepte zur Umsetzung in einem noch zu schaffenden internationalen Strafgerichtshof zu entwickeln. Der Protagonist hier ist Murray Bernay, der schließlich ein Konzept zur strafrechtlichen Verfolgung vorstellte, in welchem der Tatbestand der Verschwörung ins Zentrum gerückt wurde. Auf der Konferenz von Yalta, die sehen Sie hier auf dem Bild, im Februar 1945 besprachen Roosevelt, Churchill und Stalin in ihren Gesprächen zur Nachkriegsplanung Deutschlands auch die Strafverfolgung. Nun schlossen sich auch die Franzosen der Idee an, einen internationalen Strafgerichtshof einzurichten, und nachdem sich die drei Hauptangeklagten, Hitler, Himmler und Goebbels, im Mai 1945 durch Selbstmord bereits einem Gericht entzogen hatten, stimmten schließlich auch die Briten dem Plan zu, einen Gerichtshof zu errichten, denn nun war nicht mehr zu befürchten, dass die Nazis den Prozess als ideologische Bühne missbrauchen würden. Das war auch eine der Ängste in London. Vom 26. Juni bis 8. August 1945 wurde in London die Charta für das Nürnberger Tribunal verhandelt. Und hier wurde die neue völkerrechtliche Richtung festgelegt, quasi eine Ära, in der wir heute noch leben. Nur die vier Hauptalliierten USA, Großbritannien, Frankreich und die UdSSR durften darin über eine mögliche Strafverfolgung beraten. Die UNWCC-Delegierten waren nicht zugelassen. Das war eine große Enttäuschung für die Exiljuristen. Neuartig war die Idee, vor einem internationalen Gericht die gesamte Führungselite eines Staates zu bestrafen. Dadurch bekräftigte die Verfassung des Nürnberger Gerichts das Prinzip der Verantwortung des Einzelnen für staatliche Verbrechen, einen entscheidenden Grundsatz des späteren Völkerstrafrechts. Man spricht hier auch von Verschränkung individueller und staatlicher Schuld. Der Begriff Crimes Against Humanity taucht hier in London das erste Mal auf.
und scheint sich im Wesentlichen an den Konzepten zu orientieren, die innerhalb der United Nations War Crimes Commission, aber auch in seinen Vorgängerorganisationen diskutiert worden waren. Wie kam der Begriff denn jetzt endlich in das Regelwerk? Der US-Ankläger Robert Jackson, den sehen Sie unten auf dem Bild, antwortete auf die Frage, woher der Begriff käme. Dieser sei ihm von einem bedeutenden Völkerrechtler übermittelt worden. Er nennt hier keine Namen, aber er meint wahrscheinlich Herr Schlauterbach. Denn Lauterbach traf sich mit Jackson vor der Londoner Konferenz in Cambridge und warb dort für die Verwendung des neuen Begriffs. Es könnte also sein, dass eben Lauterbach diesen Begriff und das dahinterstehende Konzept einem der wichtigsten Konferenzteilnehmer vorschlug, zu dem die Juristen der kleineren Staaten überhaupt keinen Zugang hatten. Und damit Debatten zusammenfasste, die in verschiedenen juristischen Gremien über die letzten 3 Jahre geführt worden waren, in denen Lauterbach ja neben Bohuslav Ecer Mitglied war. Diese These finde ich dadurch auch plausibel, dass Lauterbach in seinen eigenen Schriften den Begriff Crimes Against Humanity überhaupt nicht erwähnt bis zum Sommer 45. Aus meiner Sicht geht es dadurch auch nicht auf seine eigenen Texte zurück. Crimes Against Humanity, hier haben Sie jetzt wirklich mal die Definition aus Artikel 6c der Charta des Nürnberger Prozesses. Im Tokio-Prozess ist es Artikel 5c. Es ist immer gleich, die Definition, also Crimes Against Humanity meint Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder andere unmenschliche Handlungen begangen an irgendeiner Zivilbevölkerung und jetzt kommt's, vor oder während des Krieges, Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen Gründen, begangen in Ausführung eines Verbrechens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das dieser Gerichtshof zuständig ist. Und zwar unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht der Länder verstößt, in dem sie begangen wurden oder nicht. Der Nürnberger Gerichtshof nutzte das neue Konzept aber nur sehr zögerlich und insbesondere wurde Ecers Idee zurückgewiesen, auch Verbrechen zu ahnden, die vor Kriegsbeginn begangen worden waren. Das Konzept wurde meist angewandt als Ergänzung zu herkömmlichen Kriegsverbrechen. Dieser Konnex, man spricht auch von einem War Nexus, also einem Nexus, der mit dem Krieg zu tun hat, erlaubte den alliierten Juristen, Verbrechen der Nazis auch innerhalb des Deutschen Reiches zu verurteilen, ohne das Konzept der Staatssouveränität anzutasten. Parallel dazu nutzten andere Gerichte, etwa die Kontrollratsgerichte im besetzten Deutschland, die operieren aufgrund des Kontrollratgesetzes Nummer 10, das Konzept sehr umfänglich, insbesondere um Verbrechen gegenüber deutschen Juden zu ahnden. Es geht da um sogenannte Arisierungsverbrechen und die Synagogen-Brandstiftungsverfahren. Deswegen ist in der Öffentlichkeit häufig der Eindruck entstanden, Crimes Against Humanity sei ein Paragraph, der sich quasi nur mit dem Holocaust beschäftigt. Das war ursprünglich überhaupt nicht die Hauptintention, wie ich Ihnen dargelegt habe. Ja, zuletzt die Frage, was können wir Historiker von den Feldern der Rechtsgeschichte und ihren transnationalen Debatten lernen? Die Veränderung der internationalen Ordnung zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte dazu, dass die Bemühungen um Humanity immer wieder stecken blieben. Dem Krieg, der sich im Verlauf eines Jahrhunderts immer mehr entgrenzte, Regeln und dann später Ahndungsmechanismen aufzuzwingen, stellte eine große Herausforderung dar. Ob sich Kriege überhaupt zivilisieren lassen oder ob vielleicht nicht jede neue Kodifizierung nur ohnmächtig auf die Gräuel des letzten Krieges reagiert, bleibt dabei moralisch eine offene Frage. Ich möchte Ihren Blick aber nochmal auf die Exiljuristen richten. Ich habe hier ein Bild mitgebracht aus einem Prozess in Prag gegen Karl Hermann Frank. Die Exiljuristen sind besonders wichtig. Betrachtet man die Debatten dreier Generationen von Juristen, so wird aus meiner Sicht evident, dass diese äußere Bedrohung, insbesondere die neue Form von Gewalt der Nationalsozialisten, dem Projekt einer Normierung des Kriegsvölkerrechts und eben diesem Gedanken von Humanity zum Abschluss verhalten. Das ist sozusagen der äußere Faktor, der die Debatte beschleunigt. Der Blick auf die Debatten macht jetzt deutlich, wie solche Aushandlungsprozesse abgelaufen sein könnten und welche Einflussmöglichkeiten auch Akteure haben, die auf den ersten Blick machtlos scheinen.
Und wenn wir jetzt die transnationalen Biografien der Herren uns nochmal angucken, dann lenken Sie den Blick auch auf die akademischen Zentren von Neuerungsbestrebungen. Im vorliegenden Fall war das Belgien, dann die Universitäten des untergegangenen Habsburgerreiches, also Wien, Prag und Lemberg, Heidelberg, Gent und Cambridge. Sie fordern so unsere Kenntnisse über den Transfer von Wissen und die Generierung von Normen heraus. Und ein genauer Blick belegt, wie viele der Akteure in gemeinsamen Vorlesungen gesessen hatten oder bei gleichen Professoren, etwa Johann Caspar Bluntschli oder Hans Kelsen dann in Wien, gelernt hatten. Die Sensibilität gegenüber Minderheitenrechten oder auch das Pochen auf einer Kodifizierung von Humanity ist ein Verdienst, das ohne die Exiljuristen viele davon mit jüdischen Wurzeln vielleicht zunächst nicht auf der Agenda der britischen und amerikanischen Regierungsbeamten gestanden hätte. Sie wissen, Raphael Lemkin setzte 1948 die Genozidkonvention durch. Das ist sozusagen die Parallelkonvention zur Menschenrechtskonvention. Die Amerikaner und die Briten waren jedoch mit ihrem Zugang zur Macht am Schluss entscheidend, um den Nürnberger Prinzipien dann zum Durchbruch zu verhelfen und eben dieses Crimes Against Humanity zu etablieren. All dies kann uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Geschichte der Menschenrechte und der Kodifizierung von Humanity auch und vor allem eins ist: die Geschichte von der Grenze des Rechts und von der Unmöglichkeit, jemals all dies zu ahnden, was an Grausamkeiten in Kriegen geschieht. Vielen Dank.